Willkommen zurück zu Top Raider 6. Ja, durchsucht hatten wir hier schon alles soweit. Und jetzt wollten wir uns ja die Waffe da oben holen. Aber wir haben ja immer noch keine Waffe. Ich bin nicht stark genug. Oh. Du bist nicht stark genug. Mussten wir dann hier doch noch was machen? Irgendwas hier? Aber wir haben doch hier schon alles abgeguckt hier, ne? Hier konnte man doch nichts mehr machen. Oder hier, warte mal, die Maschine hier vielleicht? Ah ja, hier kann ich was machen. Okay, ich bin stärker. Ich könnte Bäume ausreißen. Die Frage ist jetzt, ja, wir müssen da wahrscheinlich runter, aber erstmal, da sie jetzt Bäume ausreißen könnte, will ich jetzt doch die Waffe haben. Uiuiui. Gib sie mir her. Gib sie mir her. So, und wir gucken gleich mal, dass wir jetzt die richtige Waffe auswählen. Diese hier. 9 Schuss. Okay. Munition. Okay. Ja, die hat immer noch keinen Schuss. Und die auch nicht. Ich frage mich, für was das Schuss hier ist. Der Schuss, also die Patronen hier. Ja, sieht aus wie Schrotflinte, ne? Na gut. Okay, steckt die mal nochmal weg. Falls ein Bösewicht kommt, haben wir dann noch was hier. Moment, da ist ein Knopf oder sowas. Nee, da kann ich aber nichts machen. Da ist ein Motorradhelm. Können wir auch nichts machen. Echt nur wegen der Knarre. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Wo es weitergeht, wissen wir jetzt schon. Wäre vielleicht nicht so gut. Wo war denn jetzt nochmal die Kiste? Hier war doch... Ah, hier. Okay. Oh, da lag noch was. Schnell zurück. Patronen und Schokoriegel. Ich hoffe, das ist für die Waffe, die wir jetzt gefunden haben. Nicht? Moment. Welche Waffe hat denn jetzt auch noch Patronen gekriegt? Die Waffe. 9 Schuss. Die hatte ja auch 9 Schuss und 1. Na okay, gut zu wissen. Dann müssen wir wechseln, falls die nicht reicht. So, ja, steck die mal nochmal weg, Mäuschen. So, sonst war hier nichts, ne? Hier unten vielleicht? Nee. Okay. Da können wir wieder hoch. Irgendwas wollte ich jetzt speichern. So, Lara. Wo sind wir denn hier jetzt? Ist hier anscheinend noch ein Lagerraum. Oh, hier können wir noch mal eine Shampoosflasche klauen. Ich glaube schon, dass man das Zeug da bei dem Händler da verkaufen kann. Dass man quasi mit dem Zeug so nichts weiter anfangen kann. Und ja, die Brechstange hat er ja nicht, konnte man ja nicht verkaufen. Ne? Also das Zeug, was man benötigt, das behältst du schon. Vielleicht sollten wir da ja doch mal... oh, hier kann ich auch was machen. Oh, hier hat sie irgendwas gemacht gerade. Ja, ist witzig, da komme ich nicht ran. Oh, jetzt kommt einer. Der hat das wohl gehört. Ja, hallo. So, jetzt können wir ja mal unsere Wumme ausprobieren.
Komm, mach die Tür auf. Braniko, das ist eine Hauptrüstung. Uiuiui, man kann hier auch Schnellschuss machen. Aber der gibt uns gleich neue Patronen, indem wir seine Knarre nehmen. Habe ich denn jetzt automatisch wieder mehr? Nee. Moment. Ich muss das erst alles ein bisschen... Ach, jetzt hat die auch Munition. Wahrscheinlich mehr wie meine 12 Schuss. Okay, dann nehmen wir die jetzt erstmal. Würde ich sagen. So. Muss sie nachladen? Ah ne, sie schießt so, weil bei der anderen 1 Strich noch was stand. Okay, ein Schuss verschwendet. Wieso dampft das hier eigentlich? Kann ich hier auch noch was machen? Na, anscheinend nicht. Ne, ich glaube, das war's hier soweit. Jetzt werde ich mal öfters speichern. Vielleicht liegt ja hier hinter der Kiste noch was. Ich finde das aber lustig, wie sie hier... Ne, hier ist auch nichts. Wie sie hier die Treppen hochtippelt. Das ist... Ich denke mal, dass jetzt auch noch mehr Gegner kommen. Ach so. Ja, die Waffe muss ich leider wegstecken, wenn... So. Meine Fresse, die halten aber auch eine Menge aus. Okay, die Waffe steckt sie automatisch weg. Und zieht's, wenn ich was aufhebe. Waren wir nicht gerade hier unten drunter? Ich glaube schon, ne? Okay, bis jetzt sind hier keine Typen mehr. Müssen aber auch darauf achten, dass wir nicht mehr... Na, wahrscheinlich in die Waffe... Also einen können wir noch erschießen. Ah, hier kann ich was machen. Und dann muss ich unbedingt die Waffe wechseln, sonst... ja, das ist auch wieder Schrotmunition. Hallo, Mädel. Ja, ich will jetzt nicht immer, weil auf Select dieser Knopf hier mit dem... Und das ist blöde, weil das genau neben dem Stick ist. Macht sich das ein bisschen... Hier haben wir aber auch was. Schokolade. Ach, Mädel. Jetzt nimm doch einfach die Lala. Und hier haben wir nochmal eine Sektflasche. Die nehmen wir auch mit. Wir nehmen schon alles mit, was uns hier, ne, herumliegt. So, hier nochmal eine Schokolade. So. War das das jetzt an der Bar? Ich glaube schon. Ja, wir haben ja zwar schon eine Schrotflinte, aber die ist nicht zu benutzen, gefunden. Kann man hier noch runtergehen? Nee. Sah halt so aus, irgendwie vom Seitenwinkel her. Na gut. So, hier kann ich aber rechts nach oben gehen. Und hier kann ich reingehen. Wieso? Ach, ja klar, von hier sind wir gekommen. Da hinten habe ich gerade noch Tabletten gesehen. Die Tür ist zu, okay. Holen wir uns erstmal die Tabletten, die da unten liegen. Ja, bis jetzt, wenn man sich einmal an die Steuerung gewöhnt hat, muss ich sagen, geht es eigentlich, ne? Also, dafür ist die Grafik natürlich viel, viel schöner. Und gut, das mit dem Schießen ist jetzt auch noch ein bisschen... Man muss aber nicht, ja, wenn ein Einzelner kommen würde, würde ich es euch mal zeigen, weil jetzt so viele auf einmal... Na gut, hätte ich euch schon zeigen können. Können wir ja mal machen. Da riskiert man zwar ein bisschen mehr Schaden... Oh, hier liegt eine Schaltplatte. Die kann ich mitnehmen. Gib mir die Platte. Ja, warum auch immer ich die mitnehmen kann. Und da ist ein Schalter.
Uiuiuiui, Disco-Mucke. Ja, und da unten kommt schon einer. Stirb doch endlich. Oh, jetzt habe ich auf einmal wieder 10 Schuss. Ah, ich lasse sie mal gezogen, ich glaube. Haben wir jetzt die Knarre genommen von... Oh, ich höre noch einen. Oh, wir kriegen Schaden. Okay, wir haben jetzt mehr geschossen als nötig. So, jetzt haben wir noch... Heieieiei, wir haben noch... Da muss ich mal gucken, ob ich eine bessere Waffe habe mit mehr Schuss. Die hat... die hat 9 Schuss. Und die hat 1 von 4. 5 Schuss. 9. Und die hat ja auch bloß 2 von 4, ne? Okay, dann nehmen wir die erstmal. Ja. Speichern hier nochmal. Läuft jetzt die ganze Zeit die Musik? Wir müssen ja einen kaputten Scheinwerfer finden, ne? Ich denke mal, da müssen wir da hoch. Machen wir jetzt auch mal. Traniko dostrzeżonego prostoru. Stirbt er nicht? Boah, jetzt hat es uns weggeledert, aber wieso hat denn der so viel ausgehalten? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso hat der so viel ausgehalten? Okay, vielleicht muss ich mehr weiter ranrennen. Traniko dostrzeżonego prostoru. Jetzt ist er hin. Allerdings haben wir auch keine Patronen mehr. Nee. Sorry. Das ist natürlich ein bisschen blöde, finde ich. Okay, die hatte keine Patronen. Die hier? 3 von 4. Gerade mal. Hat die mehr? 1 von 4. Ja, dann nehme ich doch lieber die hier. Oh, und wir haben schon ganz schön Leben verloren. Da sollten wir vielleicht auch was gegen tun. 20%. Ja, hier 40. Nehmen wir da mal 1. Und saven das Ganze. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier gleich noch einer irgendwo kommt. Oder auch erstmal nicht. Okay, stecken wir die Waffe erstmal weg. Ja, ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt schon so viel verschossen habe. Aber was soll ich machen? Ich glaube, das Ding müssen wir hier vorschieben. Das war jetzt offensichtlich mit der Kiste. So, hier. Oh, 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 oh. Aber wir müssen jetzt sicherlich auf die andere Seite. Ziehen sich hoch. Traniko dostrzeżonego prostoru. Oh, da ist schon wieder einer. Haben wir ihn ja gerade mal im Kopf getroffen. Ach, jetzt haben wir automatisch Patronen dazu gekriegt. Ist da noch einer? Oh, da ist noch einer. D
Der hat wieder eine Menge ausgehalten, muss ich sagen. Gefällt mir, vorher hat es mir besser gefallen mit 10. Gut, da hinten lag noch was. Naja, ein Top-Rider, ohne dass man hier Gegner mit Waffen so schießen und so, gibt es ja gar nicht, ne? So, jetzt denke ich mal, war dann da hinten? Da hinten noch was? Ich laufe mal einmal rum. Es könnte ja sein, dass da hinten noch was liegt. Dann denke ich mal, müssen wir weiter höher. Weil ich habe schon gesehen, dass da dieser, ne, hoch und runter fährt. Okay, hier ist ja... Ja, hier können wir nichts machen. Und hier ist ja eingestürzt. Ja. Also, vollgemüllt, kommen wir nicht runter. So, na gut, dann geht's... Ah, die Musik ist ja immer richtig geil. So ein bisschen hat man... Ich mache eigentlich die Lust, hier ein abzutanzen. Hier. Ich hoffe mal, dass... Ja, man muss die Taste echt tatsächlich gedrückt halten. Ich wollte eigentlich... Nochmal, wir warten mal noch einmal. Und ich zähle hier auf jeden Fall. Hat ja schon mal gut geklappt. So, ich glaube, wir müssen rüber auf die andere Seite, ne? Weil da ist so ein links so ein dicker Träger, da könnte man ja dran hochklettern oder so. Ich zähle auch noch mal, weil hier so riskant und so. Ah, nein, halt ich fest. Na, die Ansicht ist jetzt aber auch nicht die beste. Ah ja, jetzt geht's wieder. Nein, was machst du? Du solltest eins zurück. Ey, Lara! So, jetzt hoch. Soll mir schwindelig werden. So, ja, hier sieht's so aus, als ob wir da auf die andere Seite müssen. Ich save aber hier auch nochmal. Da dachte ich jetzt machst du deinen Abflug. Ja, und jetzt anscheinend dahin, ne? Nein! Oh, dass ich immer, wenn ich den Stick reindrücke, kommt ja das Menü, ne? Und das ist ja der Stick, mit der ich sie hier so steuere beim Laufen. Und da ist noch die Brücke oben. Also können wir nur hier hochgehen. Ach, ich verstehe. Hier, diese Scheinwerfer hier, man kann die mit einer... Ich denke mal da unten in den Raum. Und dann können wir da irgendwie, dass die Scheinwerfer hier reinfahren. Und hier können wir, kann man sie dann reparieren oder so. Wir müssen dann leider wieder ein Safe. Oh, da ist ja, ne? Mal ganz schön. Schaffe ich das hier so aus dem Stand? Ja, schafft sie. Also ich gehe jetzt nur den offensichtlichen Weg. Das sieht mir allerdings jetzt wieder ein bisschen weiter aus. Uiuiui, ich glaube, deswegen kann man hier auch Anlauf nehmen. Deswegen sollte ich hier auch noch ein Safe setzen. Ja. Und jetzt hangeln, mein Mädel. Hangel. Sie kann
kann sich noch nicht hier hochhangeln, wo Moment, ich könnte doch schon, ne? Ja, aber wir haben schon genug Ausdauer, dass das ausreichend ist. So, jetzt denke ich mal, müssen wir dahin. Richtig, darüber, ja. Darüber. Nehmen wir mal noch lieber ein bisschen mehr Anlauf. Yippie! So. Ich bin nicht stark genug. Oh, sie ist wieder nicht stark genug. Ja, was soll ich jetzt machen? Hier kann ich auch was drücken. Ah. Und jetzt ist er auf einmal stark genug, weil sie hier die Brücke runtergetreten hat. Ja, und jetzt wird auch gezeigt hier, ne, dass wir dann an das dahin müssen, aber wir müssen erstmal den Scheinwerfer dahin. So, da wir jetzt stark genug sind, können wir jetzt die Tür hier auch auf, ne, machen. Genau. So, dann gucken wir mal, was wir hier so... Ja, jetzt muss ich wieder diesen hier machen. Die Frage ist, welcher... Achso, hat der gerade geblitzt? So, dann müssten wir jetzt eigentlich hier hin. Und hier nochmal, ne? Ja, der blitzt ein bisschen. Stimmt. So. Oder auf der Erde liegt noch was. Ein Schlüssel. Können wir das dann hier auch machen? Nee. Ja, die Tür, denke ich mal, wird... Kam da noch einer? Nicht, dass mir hier noch einer hinterherkommt. Ich sehe momentan keinen. Okay. Wir werden es sehen. So, da können wir ja jetzt nochmal hin. Und uns das holen, was wir benötigen. Ich habe genau da unten die Tür im Auge. Ich traue der ganzen Sache nicht. Das kleine Schächtelchen, aha. Und da ist jetzt sowas Wichtiges drin, dass wir hier mal abspeichern. Denke mal, dass sie... Oh! Hallo, Mädel! Die Sau! Guckt euch unser Leben an, aber ich glaube, wir kommen eh gleich... So, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt glaube ich hier raus, ne? Weil, Moment... Kommen wir denn da runter? Ich und meine Neugier. Wenn jetzt da einer... Moment. Nee, doch. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Ja, wusste ich doch. Nein, Lara. Tatsächlich noch ein Schokoladenriegel. Extra wegen dem Schokoladenriegel. Und hier können wir ja nicht, oder? Ach, hier können wir jetzt auch aufmachen. Okay. Na gut, da müssen wir aber nicht hin. Ah, ich hätte vielleicht bei Steam mal das Dings ausmachen sollen. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ab und zu mal einer hochkommt, der gerade um ein Spiel startet. So. Ja,
dann können wir jetzt hier raus. Das haben wir doch eigentlich mal ganz gut gemeistert, ne? Und jetzt das Leben wieder voll, seht ihr? Super. So. Ah, hier sind wir jetzt oben. Oh, was war das gerade für Ansicht? Warte mal, kommt das nochmal? Warte mal, geht's da noch einen Schritt zurück? Jetzt, wenn ich jetzt die Kamera... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich konnte gerade ihr Innenleben vom Kopf, die Augen von hinten sehen. Na gut, ich wollte hier eigentlich ein bisschen... Ach, das ist ja da unten, wo wir rumgerannt sind. Okay, da gehen wir ja wahrscheinlich... Müssen wir auch wieder runter dann. Weil wir müssen ja in den Park, der da vorne um, links um die Ecke liegt, müssen wir ja wegen die Kiste den Kunden abgeben, damit er uns dann das Passwort gibt, ne? Aber das erst im nächsten Part, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 6 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.